Das ist palästinensischer Alltag. Die Menschen sind in ihrem eigenen Land eingesperrt. Hans Niehaus ist zum ersten Mal in Palästina. Er tritt eine Stelle als Musiklehrer in Talita Kumi an. Mit Musik zum Frieden? Kann Musik die Menschen versöhnen in dieser politischen und wirtschaftlichen Lage? Das werden wir in diesem Film sehen. Weiter hoch, wo die Schule liegt, kontrolliert Israel die Straßen. Hier ist die sogenannte C-Zone. Das neue Schuljahr beginnt mit einem Festakt in der Kirche. Talita Kumi soll nicht nur eine Familie sein, auch Jalla ist eine Familie. Und wir wurden also ganz liebevoll hier eingeführt und freuen uns darüber sehr. Unsere Schule Talita Kumi ist sehr wichtig für die Bildung einer modernen zivilen Gesellschaft in Palästina. Sie ist sehr wichtig für die Förderung der Rolle der Frau. Einmal gucken bitte. Und ich habe gesagt, alle Schlägel hinlegen. Im Lehrerzimmer wird viel geredet, in den Klassen wird unglaublich viel geredet, auf den Fluren wird viel geredet, in den Straßen immer wird geredet. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich immer zuhören. Ausgewählte Lehrer und Schüler lernen in Seminaren, wie man Konflikte vermeiden kann und Streitende zu einer gemeinsamen friedlichen Lösung führt. Konflikte gibt es überall, in Deutschland so wie hier. Aber die Themen, weswegen sich Leute streiten, sind unterschiedlich. Und was mir hier auch stärker auffällt, ist, dass einige Konflikte stärker Gruppenkonflikte sind als in Deutschland. In Zukunft sollen mehr Streitfälle ohne Intervention von Lehrpersonal mittels Mediation gelöst werden. Hier ist die moderne Variante der Friedenspfeife. Ein Vertrag, den Streit in Zukunft friedlich auszutragen. Zum Verantwortungsbereich des Schulleiters gehören auch das Gästehaus, die Begegnungsstätte, das Mädcheninternat und vieles andere. Darüber hinaus unterrichtet er als Klassenlehrer das Fach Mathematik. Wer hier das deutsche internationale Abitur statt des palästinensischen Taoji machen will, muss sich ziemlich anstrengen. Deutschsprachiger Unterricht in Mathematik, Physik, Geschichte und Geografie und weitere 10 Fachstunden in Englisch erfordern ausdauernde Motivation und Fleiß. Mit dem deutschen Sprachdiplom können die Absolventen später auch an deutschen Universitäten studieren. Ja. Ja. Und. Warum haben sich am Himmel Wolken versammelt? Nur so, einfach nur so. Eine hat sich gerade in einen Teddybär verwandelt. Nur so, einfach nur so. Nicht weil es Geld bringt, nicht weil es nützt, nicht damit andere es bewundern. Nein, nur so. Der Kindergarten von Talita Kumi ist für die meisten von ihnen der erste Schritt in eine bessere Zukunft. Nach 15 Jahren werden die meisten von ihnen das Abitur machen und können studieren. Wer aber kein Zuhause hat oder wo es familiäre Probleme gibt, findet in den geschützten Mauern des Mädcheninternats Zuwendung, Förderung und Gemeinschaft. Die Schülerinnen wohnen im Internat wie in einer Familie und auch hier haben sie ihre geschützten individuellen Freiräume. Muslimische und christliche Schüler singen gemeinsam. Das ist hier kein Problem. In Talita Kumi wird religiöse Toleranz und Achtung des Andersdenkenden auch in einem gemeinsamen Religionsunterricht in der 11. Klasse verwirklicht. Der Islamunterricht findet heute mal auf dem Schulhof statt. Es wird aus der ersten Sure des Koran zitiert. Die Religionslehrerin spricht darüber, dass Jesus zu den Menschen eine Sprache benutzt hat, die auch von den einfachsten Menschen verstanden wurde. Wenn wir Musik machen, dann müssen wir aufeinander hören. Und dann klingt die Musik gut. Also wenn ich jetzt zurückblicke, 3 Monate, dann muss ich schon sagen, das hat viel Freude gemacht. Wir haben eigentlich eine ganze Menge bewegt und das ist, glaube ich, sehr im Sinne von Talita Kumi. Wenn man aufeinander hört, versteht man sich besser,
dann kann man Konflikte vermeiden und dann ist man vielleicht auch in der Lage, auf andere Menschen zuzugehen, auf die man sonst nicht zugehen würde. Wenn Sie Lehrer sind in einem anderen Land und wirklich offene Augen haben und offene Ohren, dann erfahren Sie so viel über die Kinder, die ja immer sich offen äußern, über die Kultur und über das Leben hier, das ist einfach einmalig. Wir sind die gelben Nasen und schneller als die Hasen und kämpfen für die Freiheit der Prärie. Die ganzen Bleichgesichter sind schlimme Bösewichter, doch kein Indianer ist so feig wie sie. Gut, tschüssi, Stunde zu Ende.